Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Und wir sind wieder im Zwei-Personen-Haushalt und schauen mal, was uns hier... Aha, ist nicht mehr ganz so glücklich. Aber zum Glück nicht wegen Hunger oder Hygiene. Was hat da die Butlerin eigentlich gerade getrieben? Na egal. Dum, 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 dum. Ist irgendjemand hier gerade am Aufstehen? Nö. Hm. Ich kapier nicht, warum das jetzt gerade auf normale Geschwindigkeit gegangen ist. Okay, Windelwechsel. Flasche geben. Sag mal. Gemma, Gemma, Blola. Riviraga? Ich würde gerne mit dem Cursor da rankommen, danke. Devi Nuga. Nagali. Wo geht er denn hin? Könntest du ein Frühstück servieren? Wie wär denn damit? Pfannkuchen. Kann er noch nicht anderes machen? Ach, so. Kannst die Kleine dann auch wieder absetzen, danke. Sozial sieht wieder prächtig aus, das ist schön. Nee. Setzen. Ich sagte setzen! Oh, ist das eine blöde Eine blöde Kuh. Er bereitet da schon gerade was zu. Ich meine, hallo? Schneller geht's nicht mehr. Mhm. Nö, muss nicht sein. Wow. 74.000. Alles klar. Die kann dich abwarten! Jetzt weg auch gleich grad dich hier, du blöde Kuh! Selbst schuld, echt, ey. Teller nehmen. Du nimmst einen Teller, Alter, sonst knallt das hier. Tofu. Ach, leck mich doch am Arsch! Rein da jetzt! Wieso wird nicht näher nehmen? Basime. Upsi Gurna. Nubla. Wo ist das andere Tofu gelandet? Ach, da. Könntest du abkotzen hier, ey. Könntest du glauben. Halt die Fresse! Ganz ehrlich mal jetzt. Ich hab sowas von die Faxen Decke von dir, du blöde Kuh. Ihr hättet ja auch mal abwarten können mit dem scheiß Frühstück. Ganz ehrlich, Alter, wo die ausgebrochen ist, möchte ich nicht wissen. Ah.
Achso, die hat ja nicht das Ding drin. Aber weißt du, was du machen kannst? Hier, diesen da. Gartenpflege. Mach was ne. Biber. John Rosa. Aha. Was ist denn jetzt kaputt? Okay. Macht er schon. Die Butlerin meine ich. Macht das schon. Oh, Rebo Nubu. Phoebe Lalu. Dann müsstet ihr eigentlich schon wieder prächtig hier hin. Dachte ich mir. So, spüren wir mal ein bisschen vor. Ist die Gartenarbeit durch? Alter. Hallo. Achso. Ist aber Kante hier, ey. Folgt hier noch richtig aus, Ticke, ey. Aha. Die Weintrauben müssen wieder neu gemacht werden. Und die Wassermelonen auch. Aber zu zweit müsste es eigentlich wesentlich schneller gehen als alleine. Gleich pieselst du wieder. Aber das ist ja normal. So. Okay. Sie kann dann. Also die Treppe, die stört mich hier irgendwie, ganz ehrlich. Windel wechseln. Flasche brauchst du nicht. Kuscheln. Spielen. Und dann passt das schon. Hallo? Ne, ganz sicher gehst du da nicht hin. Ich glaube, ich spinne oder was? So, jetzt erstmal Pause hier. Warum nicht? Eine Sinfonie sehen. Man kann Melodien sehen? Wäre mir neu. Na egal. Okay, Weinstock auswechseln. Das ist der Flachenfruchtbusch, okay. Mehrere Pflanzen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Gut. Dann kommt als nächstes die Wassermelonenpflanze. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Bum, 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 bum. Wassermelone. Melone, Melone, Melone. ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Gut. Okay. Dann können wir fortsetzen. Was treibt die denn da? Oh. Oh. Nicht Platz.
Chinaka. Okay. Oh, Chichi Blana. Na, das ist doch schön. Nimala. Nushibitas. Nubi. Mutigimala. Nischplatz. So, mal gucken, wann sie wieder arbeiten gehen muss. In 7 Tagen. Naja, das ist ja dann hier noch Zeit. Ja, nee, ist klar. Okay. Nashlaka. Sardulilem. Okay. Kann dann erstmal duschen gehen. Ja, macht sie gerade. Das ist schön. Was ist das hier? Köstliche Mahlzeit. Und wird unterhalten. Na, ist doch schön. Also bevor das nicht wenigstens zu einem Kleinkind gewachsen ist, gibt das kein neues Baby. Das ist mal klar. Mamu, ka. Kann jeder pennen, wenn du müde bist. Wo ist da das Problem? Genie, athletisch, charismatisch. Aha, okay. So, jetzt kann er eigentlich auch duschen gehen. Und sie kann in der Koje hopsen. Gehst du vielleicht mal ins Bett oder was? Bis hier ein Zackig wegbitten darf. Die hat heute nichts weiter als Langeweile oder was? Und ist ständig am Überlegen, wie sie mich am meisten nerven kann. Ich muss mal wissen, womit ich so was verdient habe, ey. Die pennt noch nicht? Würdest du freundlicherweise auch mal ins Bett gehen? Dankeschön. Solange wie das ein Baby ist, braucht ihr den Schlaf. So, ein bisschen vorspulen hier. Nee, garantiert gehst du nicht ran. Ach so, nee, Quatsch. Das Beste Essen der Stadt könnt ihr vergessen. Schläft im Kinderbett, aha. Ich werde gleich schwach hier. Flasche geben. So, ist doch wunderbar. Na, ist ja nett. Leck mich doch. Never, never. Nach Tuni. Warum zum Geier geht denn hier? Ach so. Ah. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. So. Danach ist du wieder eine Kohle, sonst klatscht das hier.
Oh, Juste. Oh, 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 okay. Das sieht da schon wieder ganz prächtig aus. Ihr sagt ab ins Bett und dann ist easy hier. Hätte mir da bloß angetan, als ich da gesagt habe, die können jetzt Kinder bekommen. Was ist der denn schon wieder wach hier? Ich glaube, ich krieg einen Hals. Vergiss es, Junge. Hier, du kannst eine Runde Daten nehmen. Obwohl, was der auch noch machen kann, ist folgendes. Der kann eine Runde trainieren gehen. Wenn er schon unbedingt so früh aufstehen muss. Dass der um die Uhrzeit schon aufhört. Ja, naja, ausgepennt hat. Braucht der bloß 6 Stunden Schlaf oder was? So, springen wir mal ein bisschen vor. was wird denn das jetzt? Okay. Spaß, wie sieht der aus? Das sieht doch schon ganz gut aus, würde ich sagen. Kann er danach wieder diesen machen. Ey, ich wollte gerade sagen, hier trainieren, sag ich dir. Wo ist sie denn hin? Aha. Oh, Subi. Oh, Buchibala. Buchibala, Breaker. Na, der muss auch gleich losstrollen. Ja, sie. Nicht er. Abgesehen davon. So, 0,44, das ist schön. Richtiges Tempo ist in Ordnung. Tja, ich würde sagen, sie kann in den Garten gehen. Oh, da liegen so ein paar Geldbaumsamen, das ist schön. Dann springen wir mal ein bisschen vor, bis die 6 Stunden erledigt sind. Oh! Stimmt, ja, ist ja Montag. Mann, bin ich dann dämlich im Kopf. Ja, der ist ja schon unterwegs. Stinkend wie ein Maultier. Was nehmen? Ey, hab ich echt vergessen, dass das Montag ist. Shit. Naja, wenigstens hat er die 4 Stunden fast vollständig. Ist ja auch schön. Normaler Betrieb. Mit anderen Wissenschaftlern Fachsimpeln. Und danach
kann er gleich erstmal unter der Dusche hin. Und wieder weiter trainieren. Und zwar richtiges Tempo wieder. So. Ansonsten spulen wir mal vor. Aha, sieht auch ganz gut aus. Die Ballerin macht also auch ihren Job. Das ist doch schön. Bum, 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 bum. Hyäne. Aha. Ach ne, Hygiene. Reich und schön. Ja, das machen wir doch mal. 0 von 4 Stunden trainiert, ist ja klar. Inventar. Wie? Nee, kann ja nicht sein, das war noch nicht. Ist egal. Also, Inventar. Das auch. Nee. Und den auch da rein. Super. Gehaltserhöhung bekommen. Na, warum nicht? Kannst du da damit aufhören? Dankeschön. Und kannst hier ein bisschen im Garten helfen. Gartenpflege. So. Ups. Heide Witzka, ey. Paprikapflanze und die der Flammenfruchtbusch. Muss hier gemacht werden. Ja komm, bis eben hast du auch gestunken wie sonst was, ja? Also riech dir nicht auf. So. Obwohl, spulen wir mal so vor. Dum, 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 dum. Okay, Pause. Dann wollen wir mal gucken. Flammenfrucht und Paprika. Die Paprika macht sie. Denke ich mal. Ja, Flammenfrucht kann sie auch machen, glaube ich. Paprika, 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 wo bist du? Das nicht. Hä? Ach hier. Alles klar. Gut. Dann machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So. Mehrere Pflanzen und zwar 1, 2, 3. Nein! Oh, leck mich doch! Ja. Ja, okay, gut. Ist in Ordnung. Drehen kann man ja jetzt nicht mehr. Leider. Scheiß Ding. Okay. 1. 2, 3, 4, 5, 6, na, 7 und 8. Flammenfrucht. Mal gucken, müsste das hier sein? Mehrere Pflanzen. Und zwar 1, 2, ja, ist mir klar, 3. 4, 5, 6, 7 und 8. So. Und du machst das mit den Geldbäumen hier klar. Mehrere Pflanzen. 1, 2, 3. Gut. Dann wollen wir mal. Was war das gerade? Ach so, ja, okay. Stimmt ja, Heike hat den Auftrag vorher neu gegeben.
Weißt was? Dann könntest du eigentlich. Obwohl, nee, ab unter der Dusche. Ja, du auch. Aber erstmal ja. So. 39. Ist in Ordnung. Ja. Wozu sind die etwas sonst da, die man von den Bäumen sammelt? 50.000, ja. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da jetzt das Auto noch da? Hm? Gut. Dann gucken wir mal. Also. Geld sammeln. Das machen wir dann überall. So. Aha, er geht grunzen. Ist in Ordnung. Und sie. Ach Quatsch, das war ja, ja so. Sie macht noch die letzten Flammenfrüchte. Das ist ja auch in Ordnung. Und? 3 Tage noch. Gut. Ich glaube, ein Kleinkind müsste eigentlich auch noch im Kinderbett schlafen können. Denke ich. Kann mich auch täuschen? Ich hoffe aber nicht. Also ich hoffe, dass ich mich nicht täusche. So. So. Gut. Dann ist sie jetzt unter der Dusche und kann danach dann. Warte, warte! Achso. Gut. Achso, geht ja nicht. Kuscheln. Spielen. Und. Was war denn das? Ach, Energie. Ah, Jeep! Gamma Du? Huh? Oh, Naba. Ach so. Oh, Nima Latsimi. Flasche geben? Warum nicht? Nabalashi. Spielen, warum nicht? Eva Duna. So, jetzt sollte es eigentlich wieder prächtig sein. Achipuliki? Manininishki? So, dann kannst du es wieder ablegen und dann ist es ist gut. Oh. Und ab ins Bett. Kannst du selber ein bisschen grunzen. So, das soll es mal wieder gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wären auch die toll. Und ebenso, wenn ihr auch wieder in der nächsten Folge vorbeischaut. Für heute sage ich dann mal Tschüss.